Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kurz gesappt. Das hier ist eine Stand-Up-Paddling-Tasche von einem iSubs. iSubs sind ja aufblasbare Stand-Up-Paddling-Boards. Das Besondere an iSubs ist, dass sie super transportabel sind, auch in so einer relativ kompakten Tasche, sage ich mal, im Vergleich zu einem richtigen Surfboard natürlich. In diesem Rucksack findet eigentlich alles Platz und genau das möchte ich euch heute einmal zeigen, was ihr alles in so eine Stand-Up-Paddling-Tasche reinpacken könnt. Darin befindet sich nämlich ein ganzes Surfboard plus Zubehör. Viel Spaß! Natürlich wird bei iSubs immer damit geworben, dass man alles in so einem Rucksack transportieren kann. Das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, denn rein theoretisch kann man so mit dem Fahrrad oder mit dem Longboard oder irgendwie sonst einfach zum See gehen oder zu Fuß. Aber ich muss dazu sagen, wenn man wirklich alles in dieser Tasche drin hat, dann ist der Rucksack ziemlich schwer und eigentlich ist er nicht dafür gedacht, wirklich lange Strecken damit zurückzulegen. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr 5 Kilometer mit so einem Rucksack, der auch einen sehr tiefen Schwerpunkt hat, wenn ihr damit 5 Kilometer gefahren seid, dann ist eigentlich schon, sage ich mal, grenzwertig. Dann wird das schon richtig, richtig anstrengend. Und jetzt schauen wir mal, was sich alles in meiner Tasche befindet. Dieser Rucksack hier hat jetzt 2 Fächer. Ich packe jetzt mal hier dieses obere, kleinere Fach aus. Ist immer mit Reißverschlüssen gesichert. Seht ihr direkt hier die Pumpe. iSubs muss man ja erst noch aufpumpen. Habe ich hier Pumpe samt Schlauch natürlich drin. Dann habe ich 2 Finnen, einmal eine Race-Finne, um ein bisschen schneller und spurtreuer unterwegs zu sein und eine flexible Finne, die auch ein bisschen unebenere Böden oder ein bisschen Kratzer ein bisschen besser wegsteckt. Wenn man da mal irgendwo gegenkommt, ist das nicht ganz so schlimm. 2 Finnen, ein Reparaturkit, weil kaputt gehen kann eigentlich immer mal was beim Stand-Up-Paddling. Leer. Jetzt kommen wir zum großen Hauptfach. Habe ich hier eine Schwimmweste. Gerade wenn ihr so auf Flüssen mit Strömung unterwegs seid, empfiehlt sich immer zumindest eine Schwimmweste oder Schwimmhilfe dabei zu haben. Eine Flasche zu trinken, auch immer empfehlenswert. Ein Handtuch. Eventuell um einen selbst abzutrocknen, aber auch um das Board vom Einpacken dann wieder trocken zu machen. Dann habe ich hier ein Vario-Paddel, ein dreiteiliges Paddel. Das kann man einfach zusammenstecken und in die Tasche packen. Das finde ich äußerst praktisch. Will nicht raus. Eine Leash. Zur Befestigung am Fußgelenk oder auch am Bauch bzw. an der Hüfte, je nach Einsatzgebiet. Und dann hier noch das Stand-Up-Paddling-Board. Das alles in diesem kleinen Rucksack in der Tasche und das ist eigentlich alles, was man zum Stand-Up-Paddling braucht. Ich hätte in der Tasche sogar noch ein bisschen mehr Platz, um zum Beispiel Wechselkleidung oder was zu essen mit einzupacken. So, das sollte jetzt aber auch gewesen sein von diesem kurzen Video zu dem Rucksack und der Transportmöglichkeit und dem ganzen Zubehör natürlich von iSubs. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Video habt oder sonstige Videoideen für Kurz gesappt, dann schreibt das gerne unter das Video in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Ciao!